Hallo, liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier. Also, ich habe Slamok tatsächlich durch Sumpex ersetzt. Hab ein 5 zu 0, ein 3 zu 2 und 4 zu 1 jetzt mit dem Team geschafft. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Wahrscheinlich im Video mal wieder nicht so gut. Aber wir versuchen es. Bin gute 130 Punkte jetzt höher gekommen. Ne, gucken wir mal, ob wir Gegner finden. Und ja, Dr. Dill, Meister. Auch cooler Name, Dr. Dill. Trombock in der Führung ist eigentlich recht gut. Oh, bin ich in der falschen Liga? Nee, der ist nicht gepusht. Ach, das ist doof. Da muss ich sich gleich schilden, ne? Ja, ich schilde schlauerweise nicht. Gehen raus. Eissturm ist jetzt nicht so schlimm. Oh, das ist gut. Das ist gut für mich. Hier kann ich gnadenlos overfarmen. Kann erstmal alles durchlassen. Das war gut, dass der Gegner auch ins Slowbok gegangen ist. Ja, Finsteraura tut etwas weh, aber ich saug mich voll mit Energie. Erdbeben nimmt das Slowbok raus. Ja. Problem ist, das trifft Zeppeli ist ein Problem. Sage ich so, wie es ist. Wobei, wenn das jetzt ein Ladertank-Leerstand war, wäre perfekt. Er schüttet doppelt, okay? Ja, ich schütte nicht. Ich schild jetzt nicht. Naja, er kriegt leider noch eine Attacke raus. Oh, bitte lass mich nicht eingesetzt haben. Ah, das ist jetzt schwierig. Ja, Eissturm kommt. Spuckball setzt man hier drauf. Eigentlich sollte das auf jeden Fall ein Win sein. Hier muss ich ja nur vor der vor Aeroass Angst haben. Das heißt einfach reinschön gleich. Rein zur Sicherheit. Und Felswurf sollte das Drift Zeppeli plätten. Okay, wäre eh nur Schlagbohrer gewesen, hätte ich nicht schön müssen. Aber dann ist jetzt. Okay, der Gegner gibt eh auf. Perfekt. Ja, ich hätte nicht mal den Schlagbohrer schälen müssen. Ich muss nur vor Aeroass aufpassen, weil das doppelt effektiv ist. Auf Skarbon. Ich glaube, sonst ist nur Fee sehr effektiv gegen Skarbon, wenn ich mich nicht irre. Und sonst nur Neutralitäten und auch Resistenten. Resistenzen, so rum. Ich glaube, Fee und... Ja... Ah ne, Psycho. Psycho ist auch noch sehr effektiv. Genau, für Psycho, Fee und Flug muss ich aufpassen. So, das ist auch in Ordnung erstmal. Eigentlich sind alle meine drei Pokémon gut dagegen. Ja, ich werde hier nicht chillen. Selbst wenn es ein Stromstoß ist, ist mir egal. Ist eh nur die Spiegelsäure, okay. Leider kriegt er die Extra-Attacke. Schade. Er geht auch nicht raus, warum auch immer. Er will das ausspielen. Stromstoß würde schon wehtun, ne? Na, ich schilde nicht. Ah, daher weht der Wind. Vielleicht hätte ich auch einfach auf Spuppa gehen sollen. Na, gehen wir jetzt.
Entweder Schild oder Garados ist weg. Mal sehen, was der Gegner möchte. Okay, Garados ist weg. Okay, mit Magnezone hast du gleich kein Play. Da habe ich mein Sumpex, ich habe mein Scaraborn. Ja, du kannst runterfahren, das ist mir aber egal. Ich gehe hier rein. Okay, du kommst nicht mal mehr zur Attacke. So, was hast du jetzt noch hinten? Okay, du hast aufgeben hinten. Okay, dann geben wir eben auf. Rechnet irgendwie keiner mehr mit Zumpex oder so? Oder wahrscheinlich Feuer-Pokémon hinten. Gehe ich mal von aus. Dann gehe ich vom Feuer-Pokémon aus. Ich hatte noch zwei Schilde. Und hatte noch einen Scarborn hinten. Selbst wenn es jetzt ein Tornudo gewesen wäre, hätte ich das sogar mit Scaraborn wahrscheinlich gewonnen. Einfach mit Felswurf und ab dafür. Der wäre auch das Glurak weg gewesen. So gut wie. Oder Tornudo halt. Da ist auch konterneutral. Ja. Das hätte schon gesessen. Fängt eigentlich gar nicht schlecht an. Aber wir wollen es ja nicht beschwören, ne? Wir wollen es ja nicht beschwören. So, Trombok gegen Garados. Garados ist nervig wie ein Knirscher, ne? Okay, Gegner fängt. Okay, du hast die Drachenroute. Das ist aber auch nicht gerade unnervig. Wir gehen gleich auf Spukball. Ja, sitzt. Und Ladeattacken gleich. Ist das schon Knirscher? Bestimmt ist das schon Knirscher, ne? Ich schilde mal. Ja, perfekter Schild. Kein Verteidigungsdrop, was wichtig ist. So, was kommt rein? Du Queen. Ja, da bleibe ich drin. Weil da ich ja auch einen Hardkonter gegen. Mein liebes Sumpex. Okay, er schildert nicht. Ja, ich werde auch nicht schön. Warum schildert man den Spukball nicht? Ich hätte wieder einen Spukball landen können. So, Gifthahn ist okay. Na, dann mache ich jetzt einen Spukball. Entweder Nidoqueen weg oder Schild. Schild, okay, nimm mal. Dann gehen wir hier rein. Kannst mir auch ruhig die Erdkräfte geben. Das ist nicht so schlimm. Machst du sogar, perfekt. Oh, schnell rüber. Ja, ich lasse die Schilde für meinen Sumpex. Bei der Felswurf würde jetzt schon wehtun. Du wirst du mit Sicherheit schilden. Ja, perfekt. Sehr schön, dass du einsetzt, danke. Das ist sehr gut. Einmal Energie noch holen. Und Erdbeben landen. So, und egal was jetzt von dir kommt, ich werde es schilden. Aber es dürfte nichts mehr kommen. Ich habe einen Energievorteil. Du hast deine Energie für Erdkräfte ausgegeben. Und das sollte auch ein Win sein. Ja, läuft. Gerade läuft's. Schon mal ein positives Set haben wir. Und das freut mich echt sehr nach den vergangenen Tagen. Vielleicht habe ich jetzt mein Team endlich gefunden. Und mich wundert, dass Scaraborn halt mit dabei ist. Aber Scaraborn ist so ein geiles Pokémon. Wird echt unterschätzt, weil es hat eine Kampfresistenz. Es hat einen Vorteil gegen andere Kampf-Pokémon, wie, wie heißt es? Die Führung ist auf jeden Fall gut. Ja, ich schilde keine Laubklinge.
Ja, Skaraborn hat halt kampfresistent, ne? Resistent, so. Laubklinge tut etwas weh. Und jetzt brauche ich nur noch auf Samenbomben gehen. Okay, ist weg. Ja, ich gehe hier auf Spukball. Oh, hier hätte er wieder Kyran. Wobei, nee, da, ich wäre nicht mal zur Samenbombe noch gekommen. Könnte ein Solarstrahl sein, deswegen chill ich. Ist ein Solarstrahl, perfekter Schild. So, ich will ihn die Aquahobitze einsetzen lassen. Das wäre mir lieb. Cool, dann gehe ich jetzt rüber. Und werde nichts schön, denke ich. Weil eine Aquahobitze sollte ich definitiv überleben. Okay, Erdbeben, perfekt. Ja, warum soll ich das schön? So, jetzt ist der Gegner in der Bredouille. Ich habe nämlich zwei Felswürfe da. Und Aquahobitze habe ich auch noch ready. Das ist auch wieder ein Win. Und Skarbon. Ja, Skarbon kriege ich den Treffer. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe eine Aquahobitze ready. Aber ich kann ihn auch runterkontern, ne? Ja, Skaraborn ist der Sieger gegen ein Tornuptu, gegen ein Feuer-Pokémon, Leute. Selbst da hat Skaraborn jetzt gar nicht so ein schlechtes Matchup. Natürlich hat Skaraborn da ein richtig gutes Matchup, wenn der Gegner keine Schilder hat. Ja, also das Team funktioniert heute echt gut. So, gegen einen Ace-Rang. Machomai ist auch eine gute Führung. Da muss ich nur Angst haben von Steinhagel. Okay, sehr schön. Bleib ich drin. Brauche ich auch nicht Schilden. Also, erster Attack brauche ich nicht Schilden. Ja, ich habe die extra Attacke untergebracht. Perfekt. Gib mir die Laubklinge. Das ist mir Wumpe. Das einzige Problem könnte sein, wenn er jetzt auch noch mal einen Trombock hat. Das wäre übel. So ein Macho wirst du, denke ich, nicht gehen, ne? Ah, perfekt. Oh, die Server sind aber nicht perfekt. Das Zahnrad. Leute, das Zahnrad. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo. Danke. Ich konnte meinen Spuckball nicht einsetzen. So. Ich glaube, hier setze ich sogar zwei Schilder ein, wenn es sein muss. Na, Kreuzzieher war klar. Ja, das ist mir egal, wenn ich zweimal schilden muss. Ja, jetzt kommt der Steinhagel. Ja, aber den Spukball hätte ich durchkriegen müssen. Den hätte ich auf jeden Fall durchkriegen müssen. So, Finsteraura würde mich jetzt nicht killen. Schild ist da, perfekt. Viel Ender haben wir auch noch ready. Sehr schön. Und ich gehe jetzt rüber. Okay, du gehst auf Schlammwurger. Das ist perfekt. Dann brauche ich nicht rübergehen.
Dann brauche ich nur zwei Aquarobützen. Ja, mach deine Finsteraura zur nächsten, kommst du nicht mehr. Oh, das ärgert mich. Hätte der Spuckball gesessen, dann wärst du jetzt schon weg. Dann wärst du jetzt schon weg. Ich konnte einfach nicht tippen. Ich konnte einfach nicht tippen. Ich habe auf dieses Tablet gehämmert. Aber ich konnte nicht tippen. Aber es ist ja noch gut ausgegangen. Und Aquaro bitte. So. Das ist ein 5 zu 0 gewesen. Das zweite heute. Das stimmt mich glücklich. Euch auch? Ich denke schon, ne? Also das Team geht heute echt gut ab. Ich glaube, ich bleib auch erstmal dabei. Vielleicht geht da noch mehr mit. So, Himbeere. Tjurakrok. Gibt wenigstens ein XL. Wobei man Impagator in XL gar nicht braucht, glaube ich. Oder braucht man das doch XL? Ich weiß das gar nicht. Weil für PvP ist das jetzt nicht so krass wichtig. Und wir gehen schön viele Punkte hoch. Also das Positive ist, wenn ich jetzt selbst 0 zu 5 mache, ich bin trotzdem heute plus gegangen. Und das stimmt mich schon glücklich. Also das waren jetzt fast 200 Punkte. Überlegt euch das. Fast 200 Punkte mit dem Team heute. Ihr könnt ja das Video von gestern nochmal angucken. Da war ich zum Schluss bei 2200 in die 90. Und das sind meine letzten beiden Sets heute. Oh, Bombenführung. Oh, ich hätte schneller wechseln müssen. Ja, Relaxo schwierig. Erstens schön mal nicht. Wir mal gucken, wie viel Body Slam gegen Dings Kirchen macht. Ja, tut schon weh. Ah, vielleicht hätte ich auch eine Attacke vielleicht viel Ender machen sollen. Da wäre es bestimmt weg gewesen. Ja, natürlich wäre er weg. Ah, jetzt muss ich schon schilden, ne? Wobei, ich könnte dann vielleicht viel Ender gegen Dings drücken, ne? Ja, das sieht gut aus. Ich kann viel Ender gegen Galagladi drücken. Blinder viel Ender. Es wird eh Galagladi reinkommen. Und der viel Ender wird schon drücken. Er ist neutral, müsste er sein. Ja. Schade, Felswurf nicht mehr geschafft. Lapras, okay, das ist in Ordnung. Lapras ist actually in Ordnung. Schild ist war klar. Oh, das war perfekt. Nicht schön, selbst wenn es eine Schädelwumme ist, das ist mir egal. Ist eh nur Surfer, okay. So, Erdbeben kommt. Ich muss meinen Schild gegen Lapras auf jeden Fall aufhalten. Nee. Ich behalte mein Schild für Trombok. Okay. Das war Snipe. Das war ein Versuch, meine Attacke abzufangen, aber ich war noch gar nicht richtig bei der Attacke. Hätte ich vielleicht auf Spukball gehen sollen? Nee, ne? Ja, gewonnen, perfekt. Auch wenn es doch recht knapp war, meiner Meinung nach.
Das war echt knapp. Das hätte auch in die Hose gehen können. Bin froh, dass der Gegner rübergegangen ist. Auf Galagladi. Ah, gerne mehr. Ah, ich bin auch gut, dass auch der Vielender getroffen hat, ne? Das hat auch noch viel bewirkt. Sonst wäre es schwieriger geworden. Sonst hätte ich das noch verlieren können. Wenn der Vielender jetzt nicht getroffen hätte. Und der musste sitzen. So, gegen Uduon. Kämpfen wir jetzt gegen Uduon. Oh, ich dich mag ich. Du hast einen Scaraborn. So. Wir machen den hier. Und gehen in unser eigenes Scaraborn, denke ich. Genau. Denn zwei Eisspeere sollten wir tanken können. Glaube ich. Warte, Eisspeer 1. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das Problem ist, dann kann dein Scaraborn bestimmt farmen, ne? So. Deins will aber bestimmt auch kein Felswerfer abkriegen, ne? Blinder Felswerfer? Ja. Ist zwar nur neutral. Du hast geschildert, perfekt. Wir lassen die Wechseluhr runterticken. Ganz wichtig. Wechseluhr runterticken lassen. Und weil. Ne, Lapras. Ja, jetzt habe ich leider kein Kampf-Pokémon mehr hinten. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir gehen hier rein. So. Ich werde jetzt zweimal nicht schilden. Runterkontern kannst du mich niemals. Also. Trombok kannst du niemals runterkontern. Ja, du kannst wahrscheinlich jetzt runterfahren. Das weiß ich. Das ist doof. Okay, machst du nicht. Perfekt. Aquahaubitze noch geschafft. Das ist auch gut. Okay, und du schildest hier. Das ist noch besser. Dann werde ich zweimal in Trombok schilden. Eigentlich hätte ich ausholen müssen. Danke. Das ist jetzt ein Felswurf. So, wie viel macht ein Spukball? Ja. Natürlich. Das sollte auch ein Win sein. Sehr, sehr schön. Schön, dass du auch einen Scaraborn hast. Aber ich glaube, ich habe den Scaraborn Battle gewonnen. Das Scaraborn Battle. So, dann gehen wir gleich in den nächsten Kampf. Es sieht echt gut aus. Mit dem Team. Und wir machen weiter natürlich. So, morgen nur noch arbeiten, dann kommt mein Sohnemann zu mir. Darauf freue ich mich echt richtig sehr schon. Und ja, das ist echt krass. Okay, weil Reiser in der Führung ist fies. Deswegen muss ich hier gleich einsetzen. Muss leider aber auch gleich schilden. Ne? Ja. Weil die Halunken so schlau sind und schilden.
So, jetzt hast du gleich Eisbär ein vor mir. Okay. Trotzdem abgefangen, perfekt. So, was hast du gegen Skaraborn? Fee, das ist erstmal in Ordnung. Weil hier kriege ich den Felswurf noch hin. Ja, es wird aber trotzdem noch schwierig. So, jetzt ein Sumpex. Vielleicht wird das die erste Niederlage. Psychoschock schädigt zum schon mal nicht. So, erstmal die Aquarobitze zünden. Die sollte dich eigentlich rausnehmen, hoffe ich. Nein, tut's nicht. Kann ich runterfahren? Ich denke, ich mache Aquarobitze. Ja, war die bessere Wahl. Aber das ist verloren. Das ist verloren. Oh, er kriegt auch die Extra-Attacke. Okay, das ist die erste Niederlage. Leider. Weil Reiterführungen sind auch schwierig. Ja, und der braucht nur runterfarmen, was auch ein Problem ist. Aber er schildert das immer. Hin. Ja, das war Reiser, werde ich nicht los. Und die Aquarobitze wird ihn wahrscheinlich nicht rausnehmen, weil mein Sumpex kein Krypto ist. Aber ich kann ihn sein geliebtes Trombok vielleicht doch noch nehmen, mit Glück. Ja, aber das Walreiser ist noch da, ne? Ja, Trombok haben wir noch platt gemacht. Aber für das Walreiser reicht es leider nicht mehr. Ja, schwierig. Ja, das Problem ist, Walreiser kommt bei der zweiten Ladeattacke Einzug eher zur Ladeattacke. Quasi auf langer Sicht wird das Trombok verlieren. Ja, und gegen seinen Trombok hatte ich nur mein eigenes Trombok. Och nee, jetzt kommen die ganzen Konter. Jetzt wird's eklig. Okay, er setzt sich ein, perfekt. Dann gehe ich gleich hier. Ja, Garados ist in Ordnung. Hier habe ich nämlich Felswurf. Felswurf ist sehr effektiv und schüttet nicht. Ich werde auch nicht schütteln, mein Nassstreif sollte ich noch überleben. Das Problem ist, der Gegner hat so viele Attacken. Das ist das Doofe. Und er wird jetzt, wenn er schlau ist, jetzt nicht schütteln. Okay, er schüttet. Perfekt. Ich gehe in Sumpex. Weil mein Trombok möchte ich mir aufheben. Klar könnte ich jetzt einen Trombok aber das würde mir eigentlich nicht viel bringen. So, Aquarobitze kommt. Jetzt gehe ich einfach rüber. Vielleicht war das auch doof, vielleicht. Doch, ich hätte vielleicht mit Trombok reinkommen sollen. Nee, alles in Ordnung. Das heißt, alle Schilde in Trombok jetzt. Meine lieben Leute. Oh, du schüttelst nicht mal. Du schüttelst nicht mal.
Ach ja. Du kommst bestimmt schneller zum dritten Eisbär noch, ne? Ah, das ist doof. Das ist doof. Oh ja, da ist schon der dritte. Ja, weil Reiser ist so spammy. Och ja. Dann setze ich hier aber noch ein. Ja, du brauchst einen schönen Kavalanza schildet mal Farm einen Simpex runter. Schade. Dann hätte ich wahrscheinlich eher einsetzen müssen. Ja, das ist verloren. Du bräuchtest genau genommen nicht mal Schilden. Machst du auch nicht mehr. Weil du weißt, dass du das überlebst. Nächste Niederlage leider. Schade. Schade, schade. Hätte ich aber gewinnen können. Ich hätte halt mehr Energie gebraucht auf meinen Trombok. Ja, das Problem ist, mein Sumpex hat ja runtergefarmt. In Sumpex konnte ich auch nicht bleiben. Weil Erdbeben hätte ich wahrscheinlich gar nicht geschafft. Glaube ich. Nee, ich glaube nicht, dass ich Erdbeben geschafft hätte. Also, einfach ist es eine gute Führung. Gehen wir direkt auf Spukball. Ich werde gleich auch einmal schön müssen. Schade, dass er nicht mit Ampharos rausgegangen ist. Und hast du Trampolz? Ja. So, dann machen wir das hier wie folgt. Okay, das Schild ist so perfekt. Dann gehe ich hier rein. Ich habe zum Konter ausgeholt. Ja, Valraiser ist oft. Ich habe hier mal ein Team, was ohne Valraiser auskommt. So, Felswurf kommt. Wirst du den chillen? Das ist die Frage. Ja. Ich werde nicht chillen. Oder werde ich chillen? Schilde mal. Kann völlig doof sein. Ja, du kommst eher zur Attacke, ne? Dann war's doof. Oh, wenn ich den überleben würde, ne? Das wäre richtig nice. Eisbär kommt. Und ich bin zu früh rein. Nein, ich bin zu früh rein. Ich bin zu früh rein. Ich muss einsetzen. Oh, die Wechseluhr war noch nicht um. Oh, jetzt kann ich nur hoffen, dass ein Feuer-Pokémon hinten ist. Oder so ein Slimog oder. Hab doch kein Trombok. Das ist in Ordnung. Und ich bin froh, dass ich nicht eingesetzt habe. Oh, ans Ampharos habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich hätte fast den Spukball abgefeuert. Ah ja, stimmt, er hat das Ampharos noch gehabt. Hä, habe ich das? Nee. Stimmt, er ist rausgewechselt. Aber okay, positives Set. Das heißt, offiziell bin ich heute 200 Punkte aufgestiegen mit dem Team. Und das ist, denke mal, echt gut. Das heißt, ich werde mit dem Team jetzt die Tage weitermachen. Und ich denke mal, das ist gar nicht mal schlecht, wenn man Scaraborn mal ein bisschen mehr Liebe oder auch in Action sieht. Also Leute, liebt Scaraborn. Scaraborn ist ein cooles Pokémon. Eigentlich ein ganz guter Valraiser-Konter. Und generell auch gegen Kampf-Pokémon echt gut. So, das war das letzte Set für heute. Ja. Gut, Punkte wieder hochgekommen. Aber ich sehe hier gerade, ich muss Pokémon gleich fangen. Aber für die Folge soll es das auch gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.